Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Welle 1974. Da freut sich besonders der Shadow Knows. Ich weiß, das ist überhaupt nicht sein Game für ihn, aber mache ich jetzt einfach mal. Ja, die Atari-Lizenz war ja kurzzeitig mal bei Hasbro, deswegen konnte noch der Tiger Gamecom Games vom Atari machen und wir sind bei Centipede auf dem Tiger Gamecom. Der Titlescreen ist eigentlich mit das Geilste. Soll ich hier eigentlich schon aufhören? Ihr seht, was es hier wieder gibt. So, was haben wir denn hier mit Game Options? Der steht auf Medium. Medium, ach komm, machen wir das. Obwohl ich mein Steak sonst an immer Englisch haben will, aber jetzt machen wir mal Medium. Ja. Ich hoffe, ihr hört das mit dem Sound. Der ist richtig scheiße. Die Geschwindigkeit ist vollkommen scheiße. Wie kann es denn sein, dass auf dem Tiger Gamecom sogar Centipede-Käse wird? Das geht doch eigentlich gar nicht. Ich meine mal ganz ehrlich, ich glaube, da reichen meine C-Programmierfähigkeiten, um das Ding irgendwie auf Taschenrechner hinzukriegen. Naja, nicht ganz, aber... boah, ist das verhunzt. Und es spielt sich auch schon so unglaublich Käse. Das einzige Schöne ist, was ihr habt, das seht ihr jetzt vielleicht nicht, weil ihr jetzt denkt, boah, kann der gar nicht schießen. Es gibt hier eine Autofeuerfunktion. Wer wollte... Also ich meine, das muss man doch sagen, das habt ihr doch immer schon bei Centipede vermisst, ne? Autofeuer. So ein Unsinn. Komm, mach mal die ganzen Pilze weg. Sonst kommt so ein beschissener Klempner und sucht wieder Frauen. Kann er doch einfach mal... Schickt ihm doch einfach mal so einen Katalog hier, dann sind wir den auch mal los. Nein, den Klempner gibt es tatsächlich nicht für den Tiger Gamecom. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber was anderes. Das hat sich auch wahrscheinlich schon umgesprochen. Ja. Ich sag mal so, die... Ich drück's mal einfach ganz charmant aus. Die blaue Quotennutte der Videospielwelt, die ist überall. Und damit meine ich nicht Mega Man. Oh, bin ich gleich komplett tot? Boah. Ey, also ihr glaubt gar nicht, wie unglaublich scheiße das ist. Ich weiß gar nicht, ob das so rüberkommt. Das ist total Käse. Komm, weg mit der Schnecke. Ich habe ja sonst nichts gegen Schnecken, aber huh, die war mir selbst für meine Verhältnisse zu glitschig, verstehst du? Ja, schreibt bestimmt einen drauf. Feucht. Ja, lustig. Komm gleich nach Erster. Was ist das denn? Ein Soundsample von Custer's Revenge? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn die schon... Also die haben ja auch in diesem komischen Loch, was sie da gefunden haben, haben sie ja auch Centipede-Cartridges gefunden. Weil da war ja alles möglich. Da war ja auch irgendwie, weil nicht Indie-Cartridges und noch irgendeinen anderen Rotz. Also da war ja alles drin, wo man jetzt total E.T. gefunden hat. Weil es war ja eigentlich eine lokale Atari-Müllkippe. Und ja, die Version hätten sie verbuddeln können. Machen wir die abgedatete Version. Großartig. Au! Haben wir so Enterprise-Soundeffekte oder was? Soll ich euch sagen? Das spielt sich flüssiger. Wie bescheuert ist das denn? Ah, jetzt wieder nicht mehr. Es ist so geil. Aber es ist schön, dass man hier verschiedene Layouts hat. Und ja, Centipede ist kein Tausendfüßler, sondern wie der Name schon sagt, ein Hundertfüßler. Es gibt auch ein anderes Game, das ist dann Millipede. Für immer noch irgendwelche Leute finde ich mal geil. Ich finde das Spiel mit dem Tausendfüßler toll. Ja, das ist es nicht. Das ist nur ein Hundertfüßler. Aber ich schon schwer mit Zahlen, das weiß ich.
Nee, dieses Spiel ist irgendwie nicht besser. Ich habe auch irgendwie keinen Bock, das zu zocken. Oh, ich bin tot. Och, wie fucking ärgerlich. Oh, Menno. Och, jetzt, wo ich gerade so viel Spaß hatte. Oh. Scheiße, oder? So, wer hat das wieder gemacht? Ah, ja, Credits. Das ist unsteuerbar. Ach, wieder die Fritzen. Ja, euch kenne ich doch schon. Ach, das ist Thomas Fesseler, Maria Fesseler und Michelle Fesseler. Die Fesseler Family. Ja. Macht mal kurz im Hintergrund We Are Family oder so ein Rotz laufen lassen und sagt, es ist nicht immer gut, wenn die Familie was zusammen macht. Das wissen wir schon aus dem Paten. Das war Centipede auf dem Tiger Gamecom. Macht es nicht. Don't do this at home. Nicht in euren kühnsten Träumen. Und wenn ihr nur darüber nachdenkt, dieses Spiel zu spielen, tut es nicht. So, ich frage jetzt nochmal jeden Einzelnen von euch. Du spielst dieses Spiel nicht. Du spielst dieses Spiel nicht. Niemals. Und wenn du es findest, du wirst es verbrennen, verbuddeln, sofort zerstören. Tust der Menschheit einen großen Gefallen. Das war Centipede auf dem Tiger Gamecom. Ich glaube, für mich die schlechteste Centipede-Version, die ich in meinem Leben jemals gespielt habe. Und da gibt es sicherlich schon grottige, die ich gesehen habe, aber das ist... Oh mein Gott, ist das eine Frechheit. Oh, da kriegst du ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was das alles für Schmerzen sind, aber ich glaube, ich muss mich einfach davon kurieren. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst dies und weil sonst, weiß ich nicht. Und ich fühle mich dann so allein mit meinem Tiger Gamecom. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.